Tja, einfach nur eine richtig tolle Mannschaftsleistung. Von allen Athleten, egal wer wo gefahren ist, natürlich gab es ein paar kleine Schwächen, aber mein Gott, so ist der Rodelsport und unterm Strich hat die Mannschaft hervorragend gezeigt, was sie kann. Aber wenn der Max heute etwas gewackelt hat beim Team, aber die anderen haben es als Mannschaft herausgeholt und so ist nun mal der Teamsport. Und deswegen kann man nur sagen, Chapeau vor der ganzen Mannschaft, deswegen habe ich ja meine Mütze gezogen, kann nur sagen, tolle Leistung. Ja, die Athleten, die machen heute noch eine kleine Party, aber ich werde mich ins Auto setzen, nach Hause fahren, mal zwei Tage runterkommen und dann eigentlich schon wieder auf Altenberg kommen. Ja, es tut sehr gut, weil immer, wenn natürlich die persönliche Arbeit mit Erfolg gesegnet wird, dann tut das jedem gut. Und ja, es ist schön. Wir wussten, dass es hier in Oberhof sehr, sehr schwer werden wird, in die deutsche Phalanx einzubrechen. Klar, ist die Heimbahn der deutschen Sportlerinnen und Sportler und wir haben uns Außenseiterchancen ausgerechnet. Natürlich hat man den Anspruch, dass man erfolgreich ist. Und ja, eine WM in Oberhof, da weißt du, die Deutschen werden alle ihre Trumpfkarten ausspielen. Und wenn man dann beim Männerwettkampf Platz 1 und 3 erringt, dann ist das schon, das ist schon mega. Das ist wirklich sehr, sehr gut.